Einer von mehr als 260.000 Wohnungslosen hierzulande, Daniel Z. Mehr als 260.000 Geschichten ließen sich erzählen, wie jemand sein Zuhause verlor. Daniel Z. geht so. In Berlin-Wedding zieht er 1984 in eine Parterrewohnung. Sehr billig und bald sehr baufällig. Weil der Vermieter das Haus vernachlässigt, kürzt Daniel Z. die Miete immer weiter. Gerichtsverhandlung, Niederlage. 2019 muss er raus, nach 35 Jahren. Es ist wie ein halbes Leben. Und was ich vermisse, ja, es ist hier die ganze Umgebung, es ist das ganze soziale Umfeld, was ich hier hatte. Ist extrem, ist einfach extrem. Kann man gar nicht ausdrücken. Es ist eigentlich, ja, sein ganzes Leben geht kaputt. Und jetzt vor allen Dingen 3 Jahre in dem Wohnheim. Meine Sachen sind eingelagert, ich komme nicht an meine Bücher ran, ich komme an nichts mehr ran, nirgendwo. Für mich fehlt alles. Nur ganz selten schafft es Daniel Z. noch in sein altes Viertel. Trifft im Kiez-Treff Sozialarbeiter, die ihn von früher kennen. Und erzählt, wie er heute lebt, im Übergangswohnheim. Wohnheim, es hat nichts mit Wohnen zu tun. Es ist wirklich ein Zimmer, was ich dort habe, ist unter 8 Quadratmeter, ich glaube 7,6 oder so. Und jeder hat dann eine Krise, jeder hat seinen Stress. Und man hat dann eben Probleme, gerade wenn es Toiletten sind, die Duschen sind. Es gibt wirklich Leute, die einfach damit nicht umgehen können. Das heißt also, die hinterlassen es komplett dreckig. Wir kennen die Erfahrungsberichte aus den Wohnheimen. Wer einmal im Wohnheim kommt, der bleibt erstmal auf lange Zeit im Wohnheim. Die überwiegende Mehrheit bleibt 2 oder 3 Jahre im Wohnheim. Und das ist eine Perspektive, die ist aus unserer Sicht einfach unzumutbar. Trostlos für die Betroffenen. Teuer für die Gesellschaft, die solche Zustände bezahlt. Wie viel das schon mal werden kann, erfahren wir in einem Obdachlosentreff in Berlin-Charlottenburg. Hier treffen wir einen Mann, der unerkannt bleiben will. Er berichtet hier seit Jahren von teils verwahrlosten Unterkünften. Sein jetziges kleines Zimmer kostet monatlich 2.480 Euro. Bezahlt vom Jobcenter. Warum das fast 2.500 Euro kosten soll, ist für mich nicht nachvollziehbar. Es gibt keinen Sozialdienst vor Ort. Ich glaube zwar, dass es auch ein Extrembeispiel ist, aber es geht immer mehr in diese Richtung. Also die Preise für die Wohnheime steigen immer weiter. Und es gibt halt einfach, soweit man das mitkriegt, auch Anbieter, die versuchen sich da auch daran zu bereichern, an der Not der Leute. Die Eindrücke von seinen vorherigen Wohnunterkünften wirken alles andere als wohnlich. Enge Unterkünfte, oft von Schimmel und Ungeziefer befallen, verwahrlost. Leider keine Ausnahme, so Claudia Engelmann vom Deutschen Institut für Menschenrechte. Nicht immer, aber in vielen Fällen sind die Zustände katastrophal, menschenunwürdig in den Unterkünften. Die Menschen, Männer, Frauen, Kinder, die werden dort krank. Sie werden vermutlich keiner Arbeit mehr nachgehen können. Aus der Notlösung würde so allzu oft ein Dauerzustand. Das sind neben der menschlichen Tragödie natürlich auch enorme Folgekosten für den Staat. Und hier muss dringend angesetzt werden. Es braucht kurzfristig verpflichtende Mindeststandards für die Notunterbringung, wo festgelegt ist, wie kurzfristig ein menschenwürdiges Leben in den Notunterkünften aussehen kann. Im Februar 2023 bilanzieren alle Parteien im Deutschen Bundestag, dieser Zustand ist beschämend. Obdach und Wohnungslosigkeit ist in Deutschland kein Randphänomen. Mehr als 250.000 Menschen in Deutschland haben kein eigenes Dach über dem Kopf. Das ist ein Zustand, den wir in einem reichen Land wie Deutschland so nicht hinnehmen können. Gerade jetzt in den Wintermonaten sehen wir, wie wichtig die Unterstützung wohnungsloser und obdachloser Menschen ist. Es braucht bezahlbaren Wohnraum, das heißt eine Priorisierung des sozialen Wohnungsraums. Zuerst eine Wohnung und dann Hilfe in sämtlichen Bereichen des Lebens. Es ist weiterhin eine große Aufgabe, vor der wir stehen, und wir wollen das mit aller Kraft unterstützen. Gute Vorsätze. Umgesetzt aber finden sie sich europaweit bislang nur hier. Im finnischen Helsinki erfroren in den 80er Jahren viele Obdachlose auf den Straßen. Ein Schock, der die Regierung radikal umsteuern ließ, hin zu mehr sozialem Wohnungsbau. Heute pilgert die europäische Politik nach Helsinki. Auch Bundesbauministerin Klara Geiwitz lässt sich hier erklären, wie das geht. Das Recht auf eine Wohnung für alle. Ein nachhaltiger, sozialer Wohnungsbau. Geiwitz besucht hier Menschen, die im Leben schwer strauchelten und dennoch würdevoll wohnen.
sowie der einstige Rennfahrer und Autoverkäufer Heiki Kakko. Der Geiwitz erzählt, wie er mit drei Freunden und einer Geschäftsidee heftig gegen die Wand fuhr. Anfangs war es schwer, als ich mein Vermögen verloren habe. Aber zum Glück habe ich das besser geschafft als der damalige Jurist. Der hatte auch alles verloren. Und der hat sich dann das Leben genommen. Eine Wohnung samt Betreuung für Menschen wie Heiki Kakko. Das, rechnen Sie uns hier vor, kostet jährlich 15.000 Euro weniger, als ihn auf der Straße sich selbst zu überlassen. Ja, die Zahlen kommen daher, dass Menschen, die auf der Straße leben oder in Notunterkünften untergebracht sind, eine Vielzahl von Notdiensten in Anspruch nehmen müssen, die sehr teuer sind, wie Gesundheitsdienste, Polizeidienste und die Wohlfahrt. Wenn die Menschen eine eigene Wohnung mit der richtigen Unterstützung haben, brauchen sie diese Dienste nicht in Anspruch zu nehmen. Wohnen ist ein Grundrecht für jeden und natürlich spart das so Geld. 40 Jahre hat Finnland auf sozialen Wohnungsbau und Wohnraum für alle gesetzt. In Deutschland wurden dagegen Sozialwohnungen vernachlässigt oder verkauft, auch unter SPD-Regierungen. Man muss die SPD dann ein bisschen selbstkritisch überlegen, was sie mit dem sozialen Wohnungsbau angestellt hat? Also den Fehler haben alle zusammen gemacht, aber wir haben auch gesehen, wenn man 20 Jahre nicht in sozialen Wohnungsbau investiert, wir kommen jetzt von 3 Millionen Sozialwohnungen runter auf 1 Million, dann braucht es natürlich politischen Willen über viele, viele Jahre, damit wir wieder zur Situation davor hinkommen. 400.000 Wohnungen könnten jährlich gebaut werden, meinte die Ministerin noch im vergangenen Jahr. 100.000 davon sollten als Sozialwohnungen auch Obdachlosen eine Perspektive bieten. Dieses Ziel rückt angesichts hoher Inflation und explodierender Baupreise in sehr weite Ferne. Daniel Zetts Aussicht auf eine eigene Wohnung, sie wird immer düsterer.